Wie liegt der Fall bei Edmund Stoiber? Bei seinen vogeligen Kopfbewegungen, dem dünnen Zwangslächeln, ist auch toll. Dem dünnen Zwangslächeln, der Vorliebe für Zahlen, der mahnenden Kreidestimme, die sich bei Signalwörtern um einen kasteiend jaulenden Halbton erhöht, Pisa, Schlusslicht, Körperschaftssteuer, ahnt man, dass hier ein Asket am Werke ist, der über den Schmerz und das Reglement zur Lust findet. Seine Rolle im Theater könnte die des aggressiven, auch gegen sich selbst aggressiven Normensetzers in höherer Position sein. Ein Chefarzt, Studiendirektor, Staatsanwalt im Rausch des Aufräumens. Oder ein, und das finde ich das Beste, oder ein vom anbrandenden Unflat verbitterter Kardinal, der nicht ohne Genuss vom Weltuntergang spricht. Ja? Kasteiend jaulende Halbtöne erhöht. Das heißt also, wenn die normale Sprechhöhe diese ist, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da geht es einen Halbton höher, Pisa, Schlusslicht, Körperschaftssteuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch Pisa, Schlusslicht, Körperschaftssteuer. Stoibers geheimes Ziel als Theaterkünstler, das muss man die auch mehr sehen, nicht so sehr Politiker, Theaterkünstler. Ja, klar. Ja? Stoibers geheimes Ziel als Theaterkünstler ist die Rührung. Das merkt man, wenn er das Wort Menschen ausspricht. Menschen. Es geht doch hier um die Menschen. Menschen und nicht etwa um Pisa. Wenn er von seiner Frau erzählt oder vom großen Moment, da er den Männerpakt mit Lothar Späth schmiedete, er legt dann den Kopf noch schiefer als sonst, er schaukelt vor Wärme. Wie begrenzt seine Rührbarkeit ist, spürt man allerdings, wenn klar wird, welche Rolle beispielsweise Sozialhilfeempfänger in seinen Monologen spielen. An Schröders Gesicht nagt keine Frustration, am Gesicht des Herausforderers schon. Auch ein verzweifelter Hochmut ist bei ihm bisweilen zu erkennen. Recht zu haben und allein damit zu bleiben. Ja, natürlich schon. Die Zahlen zu kennen, das ist auch schön. Die Zahlen zu kennen und die Worte nicht zu finden. Schröders. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas Sensationelles. Schröders Street Credibility, ja, ist eine Sache des Sounds. Man stelle sich die beiden Politiker mit der Stimme des jeweils anderen vor und ahnt, wie drastisch die Folgen für Schröder wären. Ja. Und das haben wir gesagt. Das brauchen wir sich nicht vorstellen. Wir machen das mal für Sie. Wir haben das technisch aufbereitet. Erstmal der Kanzler. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Die Wahrheit ist doch, unabhängig vom Ausgang der Wahl, wird im Winter kein einziger deutscher Soldat im Irak stehen. Aber wenn Sie die Wahl gewinnen würden, dann sind schon im nächsten Winter in Deutschland noch einmal 300.000 Arbeitslose zu beklagen. Ich kann nur sagen, Totalausfall. Sie haben kein Konzept und keine Mannschaft. Sie haben kein Angebot für Deutschland. Hat schon eine andere Wirkung. Ein bisschen, ja. Ja, aber jetzt die Stimme des Herausforderers mit der Stimme des Kanzlers. Das Bild des Herausforderers mit der Stimme des Kanzlers. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Rede hat eines deutlich gemacht. Sie wollen vielleicht Kanzler werden, aber Sie haben nicht die Fähigkeiten dazu. Meine Damen und Herren, wenn Sie während der Rede des Kandidaten in Ihre Reihen geguckt hätten, dann war es klar, wie sehr Sie die Frage beschleicht, wären wir mit Frau Merkel nicht besser gefahren. Schon eine andere Wirkung. Die Sounds. Oder? Die Sounds. Der Sound.